Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Eta One. Wir stehen hier vor den Brimcliff Minen und betreten sie. Listen, I've been asked by management to shut off the machines for the night. They're unaware that you're in there, so if you don't hear from me for a while, please don't panic. I promise I'll be back soon. Na, Phyllis, was? Die schalten einfach die Maschinen aus, während ich da drinnen bin. Da merkt man halt echt, dass ich der Phyllis vollkommen egal bin. Hauptsache, ich bringe Ergebnisse. Hä, hey, die geht mich so an, diese Phyllis. Aber ich bin jetzt sehr gespannt. Da tropft's. Sehr gespannt, was wir da jetzt entdecken. Nein. So. So, Gasmasken habe ich ja schon. Kann ich da leicht was wiederherstellen, so wie es da ausschaut? Nee. Da hat jetzt aber gerade nirgends was sehen, oder? Wo ich da was. Nee, okay. Vielleicht erst später. Okay. Ah, da drüben sehe ich schon eine Schlaufe. Nobody likes visiting a hospital. So sterile and straight to the point. This is one of two entrances into the mine. It looks as if it's in some state of disrepair. Every search on the web brings me up more of the same. A great disaster happened here. There was a huge event of some kind, and then all of the information seems to dwindle. I'm trying to find some more information for you. Wieder mal das große Unglück. Also rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Also, okay, oh Gott, nicht vergessen. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, da fällt uns so Dingsdibumsdi, so ein Radl. Nicht mit den Loren fahren. Achtung an alle Mitarbeiter. Gestern gab es einen schweren Unfall. Zwei Minenarbeiter, George Frost und Benjamin Hemingway, haben einen der Transportloren benutzt, um die Brimcliff-Mine durch das Industriezentrum zu erreichen. Aufgrund ihres unvorsichtigen Verhaltens hat das Extragewicht die Lore auf der Brücke zu den Druckeinheiten zum Entgleisen gebracht. Deshalb ist die Brücke in die Höhlen darunter eingebrochen. Sollte ich jemals jemanden dabei erwischen, die Loren zu fahren, wird er gefeuert. Wir haben Glück, dass es keine Verletzten gab. Der Aufseher. Oh, da kann ich wieder so Knockerzeichen geben, so wie es ausschaut. Ja. Ah ja, ein Brief. Beschädigte Rohre. Notiz bezüglich Klopfen an Rohre. Kürzlich gab es mehrfach Situationen, in denen Erz oder Ausrüstung durch das Klopfer-Kommunikationssystem bestellt wurden und hierzu das falsche Werkzeug genutzt wurde. Diese falschen Werkzeuge haben die Rohre beschädigt, die nun repariert werden müssen. Mhm. Bitte nutzen Sie das richtige Klopfwerkzeug, wenn Sie Werkzeug oder Erz bestellen. Bis bei die Rohre repariert wurden, habe ich es aus der Sicht weitergestellt. Der Aufseher. Wo ist aus der Sichtweite gestellt das Klopfdingstel? Mtotec. Cool.
Kompressorhandbuch des Kenan-Mascher. So was habe ich, glaube ich, auch schon. So Ölkanne, gell? Die habe ich schon. Ja, die habe ich schon. Da mal wieder das Dingste-Bumse, so Klopfzeichen. Das braucht man dann sicher gleich einmal. Aber vorerst darf ich mal. Oh je. Brauch so ein Ventil-Dings da. Motorprobleme. Minenaufseher. Ich habe festgestellt, dass die Maschinen das Wasser nicht mehr so gut aus der Mine pumpen, wie sie es sollten. Das ist noch nicht so schlimm, aber früher oder später, besonders je tiefer wir graben, wird das Wasser für uns zum Problem werden, wenn wir es nicht ordentlich abpumpen. Ich habe das meiste repariert, aber ich brauche noch ein Ersatzteil, um die Maschinen ordentlich zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, es geschieht keine Überflutung, bevor ich es besorgt habe. Ich habe schon bei Ken Lewis aus der Reparaturabteilung nachgefragt, aber er sagt, ich muss einen Auftrag erteilen. Ich wollte es nur über die Situation informieren. Westerman. Tabak. Oliver John. Gold Leaf Tobacco. Gut, das nehmen wir gleich einmal mit. Nee, da unten mag ich die ganzen Nocker hinter, dann fangen wir jetzt so. Boah, wir fangen schon ein neues Regal an. Was ist denn da los? So Pfeife habe ich, glaube ich, schon aufgekommen, gell, ja. Ja, gut, also. Achso, warte mal, da unten war ich ja noch nicht. Okay, also ich glaube, ich weiß, was ich zum Tor habe. Zwar muss ich Ersatzteile anfordern. Empfang aus und das erhalte das sende Lieferung an die Docks. Mann im Käfig. Empfang aus Industrial Center, oder? A ist Sinn 131. Okay, nehmen wir mal das Teil da. Ab, nehmen das Teil. Was ist nochmal Sinn? Das ist ja Eisen, ne? Also, eins. Being asked to arrive 10 minutes early and still having to wait for 45 minutes. Ja, Mann! Kann ich es wieder reinlegen? Na, okay. Sehr gut, endlich funktioniert mal beim ersten Mal was. Vielen lieben Dank. Das Klopfteil des Derfster Käuten, das brauche ich gerade nicht. Schwupps. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, sollte passen, oder? Warte mal, das Herzerzettel. Überschwemmt. Ich glaube nicht, dass ich es verstehe. Ich glaube, das möchte ich gar nicht. Alles ist nun unter Wasser und nichts ist übrig. Keine Stimmen, kein Geflüster, kein Klopfen, kein Leben. Der Ausdruck in ihrem Gesicht, als ich es ihr erzählte. Sie hat es schon gewusst. Es war so laut, als es passierte. Ich denke, alle haben es gewusst. Alle weg. Es hätte mich treffen können. T. Fletcher. Warnung, please ensure all valves are in correct position before irgendwas umschaltet. Ja, Hobby. Zack! Hobby! Ist da nur woanders schon? Das ist da. Mining Depths. Also Tiefe. Keine Ahnung. Okay, was ist das? A falsch? Muss ich da jetzt nur einen anderen Hebel? Und ich schaue jetzt mal zurück, vielleicht habe ich es echt falsch eingestellt, kann auch sein. Devlin Mine. Rechts. Links, links, rechts, links. Ich bin so doof. Ich habe das alles genau umgekehrt gemacht. Oh mein Gott.
Ey, wie dumm bin ich? Aber jetzt muss es gehen, oder? Every other person seems to be called through first. The waiting slowly empties, patient by patient. Eben noch, das wird abgepumpt. Da ist doch jetzt Wasser reingekommen. Hey, das war jetzt schon ein bisschen peinlich mit den Dings da. Ich hab's einfach voll verwechselt. Okay, da kann ich ja dann nichts mehr da. Ja gut, aber ich kann jetzt da. Jetzt ist schon fast ganz zusammengebaut. Also irgendwas braucht man da noch. Mann, ich hasse Wasser. Schlaufe! Da oben, oder? Da ist die Lore. Okay, ich hole mir jetzt die Schlaufe da oben. Da was dran. Meine Meerschweinchen quietschen. Okay, alles klar. Hallo, Phyllis? Sagst du gar nichts? Ach so. Vielleicht ist sie jetzt gerade abgeschalten, die Maschine, dass sie mit uns nicht reden kann. Das wäre natürlich möglich. Pinwheel Post, 1. Mai 1970, Maifest. Maifest ist ein großer Erfolg. Die jährlichen Pinwheel-Feierlichkeiten lockten Menschenmengen auf die Straßen, die an den Festivitäten teilnehmen, das Essen genießen und oder einfach Spaß haben wollen. Besucher aus der Umgebung von Pinwheel und Devlin reisten hierher, um am traditionellen Maifest teilzunehmen, das in dem Dorf Pinwheel an diesem Wochenende stattfand. Viele Ereignisse wurden auch in der Umgebung der Stadt abgehalten, wie dem Pinwheel-Hafen, der Pinwheel-Grundschule und dem Pinwheel-Dorfplatz-Grundschule. Da ist die eine Zeitkapsel von dem alten Ehepaar, falls ihr euch erinnern könnt. Nach der Maikatastrophe von 1966 ist es eine Freude, das Dorf erneut so glücklich zu sehen. Im Dorf. Okay, also in dem Dorf ist irgendwo die Grundschule mit der Zeitkapsel. Okay, das muss man merken. Hä? Neues Projekt. Nach vielen Diskussionen wurde nun entschlossen, dass die momentane Tunnelstruktur erweitert wird. Unberührter Fels, der unterhalb der Küstenlinie verläuft, kann durch die Brimcliff-Mine erreicht werden und könnte viel Zinn verbergen. Ich bin mir sicher, dass Ihnen allen die schwere finanzielle Phase von Brimcliff momentan bewusst ist und ein solches Projekt könnte das Geschäft beleben. Die Bohrarbeiten werden am 29. April 1966 beginnen. Und es daher erfordern, dass alle Minenarbeiter auch an dem Wochenende zur Arbeit kommen. Falls jemand hierzu Fragen oder eine Beschwerde hat, soll er mich in meinem Büro aufsuchen. Am 29. April starten die Bohrarbeiten und am 1. Mai 1966 haben wir da jetzt gerade irgendwo gelesen, oder? Da. Maikatastrophe von 1966. Also bei diesen Bohrarbeiten, die da jetzt gestartet werden, ist irgendwas Schlimmes passiert. Und 380. Das gebe ich jetzt einmal da geschwind in dem Dingsbums da ein. Ich werde es gleich sehen, was ich mit Dingsbums mache. Achso, warte mal. Das
kommt mir so auffällig vor. Was ist denn das für ein Teil? Das ist doch so ein Pump-Ding, oder nicht? Na, ja, wurscht, okay. Oh Gott, jetzt habe ich die Zahl vergessen. Na, 380. 380, da muss ich das eingeben. Bei Tiefe. Und F steht ja für die Tiefe, oder nicht? Oder. Und es waren genau 3 Ziffern. Der Doktor wird sie nun empfangen. Nein, danke. Ich will nicht zum Herrn Doktor. Yeah! Go! I reviewed the doctor's report from when the diagnosis of dementia was originally made. It seems that the symptoms were realized very early on because they were so severe. In a way, it was lucky that we got to it so quickly, but sadly, the condition is growing at an alarming rate. The validation is going well. We're really beginning to express emotions on a regular basis, and having the family here means that there's always a source of stimulation. Die Demenz wurde sehr früh erkannt. Ja gut, aber die Frage ist, wo geht's denn da jetzt weiter? Ist da noch irgendwie weitergekommen? Ich schaue jetzt da nochmal hoch. Da ist ja alles zugeschüttet. So, noch die Steckfest. Huh. Kurze Panik hat sie breit gemacht. Mann, du kannst doch da runterhupfen. Gut, da geht's nirgends weiter. War das vielleicht nur der eine Projektor da in der Mine? Das kann gut sein, aber. Weil es ja quasi nur so ein optionales Ding war, was man machen kann. Weil da geht's ja auch nicht weiter. Ohrtramming steht da. Wow, das war's, oder wie? Ja, vielleicht hat's jetzt bei dem Lift da vorne irgendwas. Alles klar, alles klar. Jetzt war ich schon kurz enttäuscht, weil das so kurz war da. Aber wir kennen Lift von. Na, Lift von. Ich hasse Lift von. Schaut mal, ist eine Filmrolle. Oder ein Tonband. Oh, und ein Brief. Auszeit abgelehnt. Sehr geehrter Mr. Patterson. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen bezüglich Ihres kürzlichen Urlaubsantrages für den 1. Mai 66 mitzuteilen, dass dieser aufgrund der Tatsache, dass Mr. Fletcher bereits Urlaub genommen hat, abgelehnt wird. Eine Ausweitung der Minentunnel ist notwendig und Sie werden an diesem Tag bei der Arbeit gebrauchte Aufseher. Heißt dieser Mr. Patterson eventuell Sean im Vornamen? Denn den kennen wir ja schon. Der dann sehr, sehr sauer war, weil der Urlaub eben nicht genehmigt wurde. Okay, komm, wir fahren mit dem Aufzug. Na, ah, wieso runter? The early stages of dementia. If we act now, there's a strong chance we can delay the onset of symptoms. I'll be honest with you, treatment is expensive, especially without the right kind of insurance. But with the right care, there's a strong chance of you having a relatively normal life in the short term. We've had similar cases where patients react positively to the initial treatment. Ich würde gerne den Tobi. Hallo, ich mag nicht mehr. Ja, also man hat Demenz halt eher hinauszögern können, verlangsamen, aber eben nicht heilen können. I'm going to be out of contact for a while now, but don't panic. I'll be back shortly. Na, Phyllis, lass mich nicht allein. Wobei, ist mir egal, ich mag die ja nicht.
Das ist wieder so Käfig. Okay, das Gebiet ist doch größer als gedacht, so wie es gerade ausschaut. Okay, wir müssen jetzt mal die Lage checken. Was müssen wir da eigentlich dort? Da ist Kohle, da ist sowas. Das ist ganz cool. Wo gehen wir? Links oder rechts? Rechts, okay. Das ist wieder so ein Vogelkäfig. Das mag ich nicht. Okay, da ist eine Schlaufe. Das ist gut, das ist gut. Ein Schwarzlicht. Achso, ja. Okay, Moment. Und das Tonband nehmen wir natürlich auch mit. Zacki. So. Kann ich den Helm aufheben? Kann den Helm. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt den Helm haben mag, aber. Moment. Zack, Mann! Ja! Gut, was sagt mir das? Was sagt mir das? Ich muss mir jetzt dann gleich. Ich habe meinen Block vergessen. Irgendwo ist mein Block. Okay, ich lese jetzt mal den Brief. Werkzeuganforderung. Name: Kenneth L. Angefordertes Werkzeug: 3 Bohrstäbe für schweren Fels, wie er in 380 Klafter Tiefe vorzufinden ist. Begründung: Beim Graben des neuen Tunnelsystems stießen wir auf dunkleren, stärkeren Fels. Als wir versuchten, hier unsere vorhandenen Bohrer zu nutzen, bogen sich diese, sodass die Bohrer unnutzbar wurden. Wir brauchen stärkeres Werkzeug, das vielseitiger ist, wenn wir effektiv neue Adern erschließen wollen, da ich nicht immer alles reparieren kann. Alles deutet darauf hin, dass sich unter diesem Felsgestein eine Zinn- oder Kupfermine befindet. Okay, das muss man noch gleich aufschreiben. Komm ich von da? Ja, gut, ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Das ist schon mal vielversprechend. Geht's da überhaupt weiter? So wie es ausschaut, ist das eh schon mal eine Sackgasse. Das würde ich eigentlich ganz positiv. Kann ich da rüber schauen? Da ist ganz rot. Warum ist denn da so rot? Ich mag da nicht durchkriegen. Da nicht oben drüber. Vor allem, was ist das davon? Na gut. Liebe Leute, da ist wieder so ein Teil. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Ether One. Da werde ich mal meinen Block da wieder herrichten, dass ich mir gleich alles wieder super schön notieren kann, dass wir die Rätseln super schnell lösen können. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Ether One. Bis dahin. Ciao.